Hallo und herzlich willkommen bei The Nosy Rosie am Dienstag. Ja, unser heutiges Thema ist Lesben hui, Schwule pfui. Warum wird in unserer Gesellschaft immer noch so unterschieden? Also ich weiß nicht so recht, aber mir kam dieser Titel von unserem heutigen Thema etwas seltsam vor. Weil ich bin, naja gut, was ich denke und was die Gesellschaft denkt, ist auch wieder ein bisschen was anderes. Aber ich bin mir dem nicht bewusst gewesen, dass die Gesellschaft so denkt. Also dass, Lesben hui, Schwule pfui. Also ich bin nicht der Auffassung, dass die Gesellschaft so urteilt. Nämlich, wenn man jetzt Lesben hui... Da würde ich jetzt eher sagen, dass das sind einfach die Männer, die irgendwie so sagen, oh ey, geil und so, die zwei zusammen, die zwei Frauen zusammen. Aber es kommt auch darauf an, was das für Lesben sind. Und es gibt Lesben, meiner Meinung nach, die auch sehr geächtet sind, die eben vielleicht nicht den Schönheitsanforderungen der Gesellschaft entsprechen, nur als geil empfunden werden von heterosexuellen Männern, meiner Meinung nach. Und was die im Kopf haben, das sind doch einfach diese in den heterosexuellen Pornos auch mitspielen. Natürlich nicht nur, aber das ist mal, denke ich mal, so der erste Gedanke, der Prototyp. Dann Schwule pfui. Es mag schon sein, dass für viele es etwas komisch ist, oder etwas bizarrer ist, wenn sich zwei Männer küssen, als wenn sich zwei Frauen küssen. Weil Frauen ja sowieso viel, um einiges zärtlicher, also zumindest körperlich, so miteinander umgehen. Also auch beste Freundinnen, da gibt man sich dann mal einen Kuss und man streichelt sich auch mal, man fährt durch die Haare und so. Und das ist bei Männern eigentlich überhaupt nicht so. Und dann gilt auch schwul als etwas, das gegen das Macho-Gesetz geht. Also einfach ein Mann, der muss sich beweisen, der muss stark sein und der streichelt nicht seinen besten Freund. Ja, deswegen ist vielleicht noch ein bisschen mehr gewöhnungsbedürftig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe da auch wirklich überhaupt nichts mehr so Mein bester Freund ist ja schwul. Ja, sicher ist es für mich auch gewöhnungsbedürftig, zu sehen, wenn sich Männer wild küssen, weil das ist einfach, das kam bis jetzt noch nicht, einfach bis zu einer gewissen Zeit habe ich sowas noch nie gesehen und das ist auch ein bisschen komisch dann. Ist auch normal, also alles genauso, wenn ich, weiß auch nicht, zum ersten Mal irgendwas sehe, was eigentlich bisher meinen Vorstellungen entsprochen hat und jetzt sehe ich was und das ist dann irgendwie anders. Versteht man mich? Da bin ich auch erstmal ein bisschen, gucke ich erstmal. Also, ja, weil es einfach anders ist. Das entspricht nicht der Norm. Und auch das, was dass ich eine Freundin habe, entspricht nicht unbedingt der Norm. Aber es ist so gekommen bei mir. Und bei mir kann man auch wirklich sagen, dass ich das nicht unbedingt herausgefordert, also wie alle, denke ich mal. Ich war nie davon besessen, irgendwie anders zu sein als alle anderen oder so, überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem so gekommen und ich bin froh darüber, weil ich bin glücklich so jetzt. Also ich habe schon mal gehört, dass es für Mütter manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger ist, wenn der Sohn schwul ist, als wenn die Tochter lesbisch ist. Aber das ist auch wieder sowas. Also vielleicht, weil der Sohn immer noch mehr in der Familie darstellt als die Tochter, obwohl das glaube ich auch nicht. Nicht unbedingt, aber vielleicht unbewusst doch noch, dass schon immer noch mehr Hoffnung auf dem Sohn lasten ist gut, dass der mal erfolgreich im Job wird und dass der eine Familie hat und
eine schöne Schwiegertochter mit nach Hause bringt. Und naja, also so lange ist es ja noch nicht her, dass eigentlich nur Männer Karriere machen konnten und schwieriger ist. Aber ich kann nur von dem sprechen, was ich gehört habe. Schwule Pfui. Nein, also ich weiß nicht, es gibt ja so und so welche. Ich kann auch sagen, zum Beispiel, ich kann auch nicht sagen, heterosexuelle Pfui, für mich überhaupt nicht, weil, also es kommt drauf an, es gibt welche, da sage ich, Pfui, aber nicht, weil sie heterosexuell sind. Und ich kann auch sagen, bei Lesben Pfui und auch bei Schwulen Pfui, aber ich kann auch bei allen sagen, hui, hui, hui. Also von dem her, ich weiß nicht, ob da sowas dran ist, also Lesben, Hui, Schwule, Pfui, ich finde, für mich trifft das überhaupt nicht zu. Weil es gibt extrem viele Klischees über Lesben und ich bin auch der Meinung, dass es sich ungefähr die Waage halten wird, wer Pfui und wer Hui sagt. Von dem her, ja, möchte ich mich so heute verabschieden. Tschüss und bis bald. Und ich habe noch ein paar Bilder. Ich war nämlich im Naturkundemuseum gewesen in Berlin und war sehr cool. Geht auch mal hin. Nur zu empfehlen. Okay, also bis dann. Hui, pfui, hui, pfui, 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 hui. Hui, pfui, pfui, hui, 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 hui. Ciao.